Entwickeln, dieses Gedanken mal weiter spinnen und fortleben, das haben wir ja auch gemerkt bei deiner tatsächlichen Designkreation. Wir hatten zuerst das Hashtag hin auf Beton, dann kam das Impact-Motiv, wo ganz viel passiert ist, und jetzt haben wir ein neues. Ganz kurz die Schritte, die Wege dahin. Tatsächlich, also das Betonmotiv, das ist das Nichts, ja, der rohe, grobe Grund, den es zu befüllen gab. Die Impulse, das Impact-Motiv, stehen für jede einzelne Idee der Teilnehmer, die diese Konferenz letztendlich entwickelt haben, ja, über einen langen Zeitraum. Die Farbigkeit, die Vielfältigkeit sollte dieses Motiv aussagen. Das Konferenzmotiv tatsächlich bildet die Konferenz ab. Wir sehen hier vier Farben. Jede Farbe steht für einen Tag. Wir haben Tage, Nächte, die die beiden nächsten folgenden Elemente verbinden. Wir haben ein Zentrum aus Sponsoren, die das gesamte Konstrukt zusammenhalten. Und die ganzen kleinen Elemente, die wir hier sehen, farbig, das sind die einzelnen Programmpunkte. Ja? Sowohl die Dinge, die im Konferenzzentrum oder nein, Vermittlungszentrale stattfinden, So ja, so heißt das bei uns, wie auch draußen in Köln. Und begleitet und belebt durch die einzelnen Teilnehmer, die Kreise. Wir haben weit über 100 Kreise zu Gast und die repräsentieren die hellen, kleinen, grauen Farbkleckse. das heißt, es steckt überall mit Liebe und Kopf ein riesiges Konzept hinter. Wann hattest du das schon von vornherein im Kopf? Jein. Danke. Ja, weil, also natürlich gibt es. Ich nenne es immer wieder Gerüst. Ja? Wir schaffen eine Basis, die viele Wege bereiten kann. Wie letztendlich der letztendliche Weg sich darstellt, ist unbekannt. Wichtig ist letztendlich, dass man die Möglichkeit hat, über bestimmte Meilensteine Entscheidungen zu treffen, die aufgrund der Tatsachen dann neue Dinge eröffnen. Und von daher war dieses Konzept der Mitgestaltung, der Inspiration natürlich die Grundlage, aber was im Endeffekt dabei rauskommt, war unbekannt. Das heißt also tatsächlich, die Anzahl der einzelnen Angebote, die Farbigkeit, die Vielfältigkeit war, wie soll es auch sein, Hashtag Glaskugel, am Anfang, ja, als wir begonnen haben, nicht bekannt. Du scheinst zufrieden und glücklich mit deinem Baby oder mit der Lady, wie wir sie ja auch gerne nennen. Was erwartet uns noch? Menge Spaß, eine Menge Farben. Ja, ich meine, heute ist der erste Tag, der Welcome-Abend steht vor der Tür. Und ich hoffe, viele, viele glückliche Gesichter, viel Inspiration, viel Kommunikation mit vielen neuen Impulsen und vor allem eine interessante Konferenzzukunft außerhalb von Kölns.